Ist es nicht erstaunlich, dass sich dann keine einzige von den etablierten politischen Parteien diesen ganzen Fragen annimmt, da ja eine recht große Einigkeit in Stichwort Euro, Bankenrettung, Genfonds, Auslandseinsätze, Atomausstieg, ESM und was es da alles gibt es eine überwiegende Mehrheit im Volk und trotzdem bedient keine dieser Parteien, gerade vielleicht eine der kleineren, diese Themen und könnte ja dadurch einen erstaunlichen, erdrutschartigen Zuwachs generieren. Aber Das glaubt man immer. Ja, es gibt genug kleinere Gruppierungen, die sich dessen annehmen. Oft genug, meist sind sie nicht sozusagen personell nicht gut ausgestattet und können die Dinge nicht wirklich erfassen und hinreichend zur Sprache bringen. Die sind auch alle gespalten. Da gibt es dann einige Parteiführer, die sich irgendetwas erhoffen und meinen auch, sie müssten mit dem Thema schnell durchdringen. Das ist in Deutschland bisher völlig gescheitert an der massiven Propaganda der Medien, die also in eine Richtung arbeiten, bis auf wenige natürlich, gerade im Internet. Das Internet ist eine ganz große Chance insofern, dass er da zu einem sachlichen Diskurs findet, aber die Mainstream-Medien unterstützen natürlich die Kritik so gut wie überhaupt nicht, bis auf gewisse Ausnahmen, die dann auch hinreichend diffamiert werden. Wir haben Instrumente in Deutschland, die eine offene Diskussion weitgehend unterbinden. Also selbst europakritische Positionen werden ja einfach diffamiert. Und das wirkt sehr. Also der Moralismus, der sich erstaunlicherweise in Deutschland durchgesetzt hat, der streng zu unterscheiden ist von Moralität. Moralität heißt immer den Willen zu haben, nach dem Rechtsprinzip zu leben. Moralismus folgt irgendwelchen materiellen Moralen. Da haben wir ja sehr viele. Was man politisch Korrektes nennt, der hat sich, und das ist anscheinend doch ein bisschen typisch für Deutschland, sehr schnell behauptet, in Deutschland ist man gern moralistisch und hat also das liberale Gedankengut nicht gerade in sich. Jedenfalls, es ist ein Siegeszug der politischen Korrektheit und das bedrängt natürlich enorm und gibt also diesen Gruppen recht wenig Chancen. Es ist bisher mit einfachen Mitteln gelungen, Alternativen der Politik zu verhindern, also allein durch den Schein eines Lagerwettbewerbs oder Lagerwahlkampfs, der jetzt auch wieder vorgeführt wird in diesem Wahljahr. Wir wissen ganz genau, dass die wesentliche Politik von allen im Bundestag vertretenen Parteien, mal die Linke ausgenommen, vielleicht in gewissen Grenzen vertreten wird. Da ist völlig gleichgültig, wer da die Regierung stellt. Aber in anderen Ländern sieht es ja noch völlig anders aus. Da gibt es solche Opposition. Man denke jetzt auch mal an den großen Einfluss, den Farage in Großbritannien hat mit seiner Partei. Das ist ja der Grund, warum der Prime Minister Cameron jetzt diese Initiative gestartet hat zur Volksabstimmung über die Mitgliedschaft der Europäischen Union, weil er getrieben wird von Nigel Farage. Und das ist auch in anderen Ländern so. Da gibt es auch oppositionelle Kräfte, die wirksam sind und ein Drittel der Stimmen hinter sich vereinen können. Also da ist Deutschland schon eine Sonderrolle und da spielt sicherlich die deutsche Geschichte auch eine große Rolle, die auch trefflich genutzt wird, um da oppositionelle Kräfte nicht aufkommen zu lassen. Es gibt starke Interessen, dass die Souveränität Deutschlands einfach aufgehoben wird, beendet wird. Und so hat ja auch der Finanzminister klar gesprochen. Und das ist das Problem. Kein anderes Land denkt so. Kein anderes Land, aber Deutschland ja. Und sonst wären auch gewisse also Politiken nicht möglich, die Deutschland betreibt. Es ist jedem klar, diese europäische Veranstaltung geht auch weitgehend zu Lasten Deutschlands und will Deutschland einbinden und die wirtschaftliche Stärke Deutschlands darf nicht zum Schaden anderer sein. Da bin ich auch der gleichen Meinung. Durch die Art und Weise, wie man die deutsche Wirtschaftskraft für sich verwenden will, die schadet allen. Das ist das große Problem. Die ist ökonomisch schlicht und einfach falsch. Aber das wäre eine weitere Frage, das zu erörtern.